Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test Full Spectrum Warrior. Das ist ein Taktikspiel und das spielt, wie ihr das so seht hier an den Bildern, in einem fiktiven Land, in einer Wüstenregion, also im Grunde ist so, ja, ich sag's mal, als Hintergrund genommen worden, der Golfkrieg, ne? Ich sag mal, der Golfkrieg hier. Ist auch sehr patriotisch. Normalerweise sollte man solche Spiele auch gar nicht spielen, aber das Szenario mal, sei mal, ja, hinten angestellt. Ich finde die taktische Komponente, die es hier gibt, richtig, richtig gut gemacht. Wirklich schön gemacht. Also ich wünschte mir, es gäbe nochmal so ein Spiel mit einem anderen Szenario. Wäre gut. Habe ich mir irgendwann mal auf Steam geholt. Vor, was weiß ich, 4, 5 Jahren. Hab's auch schon mal durchgespielt. Wollt's euch mal vorstellen als letztes Test. Es hat aber ein Problem. Und zwar, da hatte ich auch noch einen ganz anderen Computer. Und da ist das perfekt, ist es drauf gelaufen. Aber jetzt warne ich davor, es euch bei Steam zu kaufen. Denn das Ganze hat ein Soundproblem. Und wer Pech hat, hat noch größere Probleme. Nämlich, da stottert auch die FPS-Zahl dahin. Das kann man mit einem, ja, mit einem Trick kann man das abstellen. Dieses, ja, dass kein schwarzer Bildschirm am Anfang kommt, dass die FPS-Zahl in Ordnung ist, aber die Musik, die bekommt man nicht hin. Also ich wüsste nicht wie. Also ich habe alles probiert und es steht auch in den Foren, dass es im Grunde nicht geht. Ihr hört, dass ihr nichts hört. Das immer so ein, ich sag's mal, wie soll ich sagen, so ein Knarzen. Hört ihr das? Ein Das ist immer mit drin. Wir werden es dann noch hören. Ich mach mal die Musik wieder ein bisschen leiser. Man hört es kaum, dann wenn die Musik ein bisschen leiser ist, da hört man kaum das Kratzen. Aber man wird es hören in der Sprachausgabe, ne? Deswegen mache ich mal die Sprachausgabe etwas geringer. Und dann hört man es nicht ganz so stark. Und wir haben die Untertitel ein. Ist sowieso in Englisch, ne? So, dann können wir loslegen, ne? Dann zeige ich euch mal, um was es hier geht in dem Spiel. Ja, machen wir eine Solo-Kampagne. Und setzen bei Kapitel 1 ein. Roger that, Bravo 2. Echo 3 is inbound on your vector. Hold tight. SAM sights a grid marker X-ray 232. Delta 40. Charlie 32, this is Green 1. Status? Charlie 90, Charlie 32 reporting in. We're moving north towards grid marker Bravo 211. We're still about 12 clicks south-southwest of the airport. No resistance so far. Over. Charlie 90, Charlie 32. It's looking pretty dead down here. Has anything come up on the recon flights? Over. Charlie 90, Charlie 32. Say again. Over.
Charlie 32, green 1, negative on the recon flights. We got a sandstorm moving into the area and it's hindering visibility. Intel reports your sector is sympathetic to the U.S. and friendly. Over. But if it's all the same to you, I'm glad I joined the fucking Air Force. Amen to that, brother. Oh well. As long as Intel says they're all friendly, we're all right then. What's the word? No action. According to Intel, anyway. Then we better stay frosty. That's beautiful. Cut the hippie shit. Look for something to shoot. Hey, Odie, you smell that? I smell something. What is that? You think it's gas? Dude, I thought that was your aftershave. Really? Think they know we're here to help them? Depends. Anyone shooting at you? Not yet. Then it's all good, partner. Hey! Quiet down back there! Chest up in the fuck. Hey, you! Get that thing out of here! Move it! Just get down! Just stand there. Get your squad together and protect the convoy. You hear me? Move it! Bravo! Hold up! Alpha team, let's go! Let's go! Let's go! 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 Follow me to cover. Go, go! Yes, sir. So, und da wären wir. Wir sollen hier Phillips folgen. Machen wir erstmal nicht. Gleichbefehlsverweigerung. Gleichbefehlsverweigerung. I need to get Alpha to the objective. Seht ihr, und ihr hört das so ein kleines... Ja, ich werde es kaum hören. Weil, ein kleines Rauschen im Hintergrund. Ne, so ein Knacken immer. Vielleicht hört ihr es gar nicht so sehr. Ich höre es zurzeit wenig. Vielleicht kommt es noch, ne? Eins noch, bevor ich hier loslege mit meinem Mann. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Muss mal schauen, wie ich mit der Steuerung zurechtkomme. Ich steuere das hier mit der Maus. Zweitens habe ich auf Authentic gestellt.
Das heißt, das ist die schwerste Schwierigkeitsgrad. Und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Es kann sein, ich komme nur ein paar Meter mit und damit ist das letzte Test schon beendet. Oder wir kommen ein Stück mit und ich kann euch einige Mechaniken zeigen. Wenn wir nur wenig weit kommen, dann werde ich noch eine zweite Folge zumindest machen. Hochladen dann. Vielleicht werde ich sowieso noch eine zweite, entscheide ich noch. Ne? Was wollte ich noch sagen? Ja, bei Authentic, bei diesem Schwierigkeitsgrad, ist es so, dass es keine Zwischenspeicherung gibt. Alpha, listen, head over there. Was heißt das? Es gibt dazwischen immer so bestimmte Punkte, wo es sogenannte Sit-Raps gibt. Ne? Also, wo die Soldaten sich kurz ausruhen, kurz sammeln und so weiter. Das sind immer die Punkte, wenn ihr hört, dass unser Phillips einen Lagerbericht will. Da gibt es immer eine Speicherung. Hier im Authentic-Mode gibt es es nicht. Wenn mehr als zwei Soldaten down gehen und ja, angeschossen werden, dann ist die Mission vorüber. Wir haben übrigens zwei Teams. Wir sind, glaube ich, mit Mendes hier unterwegs. Und da drüben, also mit unserem Bodyguard, und da drüben ist unser New Yorker Cop. So, hier ist unser Medic, wie gesagt. Wenn einer angeschossen wird, muss er hier zum Medic hin, sonst verblutet der. Ne? So, schauen wir mal, hören wir mal, was Phillips zu sagen hat. Check on Private Wilson by the medical truck. That truck was hit hard. If he's down, bring him back here for treatment. Use one team to provide cover while the other team picks him up. Yes! Doch, hört man, ne? Da ist immer so ein Kratzen drin. So, wir müssen hier rüber. Da liegt jemand rum. Und der muss medizinisch versorgt werden. Hier zu unserem Medic. So, hier, unser Panzer schießt schon. All clear. Und dann geben wir erstmal dem anderen Team Feuerschutz. Und darauf kommt es eben an, mit dem einen Team mehr oder weniger Feuerschutz zu geben und mit dem anderen dann weiter vorzurücken. Ne? So. Buddy. Wir gehen mal hier hin. Und was? Hier. So, aufgepasst, dass kein Feind kommt. Eigentlich nicht, ne? Was machst du, Junge? Gib's ihn auf. Sehr schön. Ist okay? Dann gehen wir rein und... Ja, ich komme nicht ganz so rein, dann kommen wir... Lass! Bravo! Alpha-Team, Bravo-Team. Das Bravo-Team wird sich jetzt drum kümmern. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. Hier. So, dann. Medic, kommst du? Easy. Lay him down easy, son. Do what you can to help him. Genau. So, unser Medic hilft jetzt unserem Verwundeten. Perfekt. So, Phillips hat eine neue Anweisung und der Medic kommt schon hin, gerannt und kümmert sich jetzt um den Verletzten. Sehr schön. Good work. But the fun's just getting started. Yes, sir. Intel shows a hotspot to the east. Get your fire teams on station double quick to meet and greet those sons of bitches. Hunker down and hold the line until Staff Sergeant Burke can get his Bradley online to sweep and clear the trash. Understood, team leaders? We're up, Bravo. Let's go. Hooah! 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 Der Schlachtruf. Der, ja, Marines? Nee, ne? Rangers, oder? Nee, Rangers sind an, die haben andere. Nee, Rangers ist wieder eine andere Gruppe. So, wir müssen hier entlang. Und so, schauen wir mal. Hier ist es, Bravo, ja, hier go, ist go, ja go. Gesichert, ne? Wir müssen hier entlang. Wir warten hier mal. Point fire. Ich weiß jetzt nicht mehr.
Moment mal. Wir gehen mal hier hinten lang, obwohl Listen eigentlich glaube ich, ist da nichts. Ich bin mal doppelt vorsichtig. Bin mal doppelt vorsichtig. Hier drüben ist ja niemand. No tangos. No tangos. Sehr schön. Fire Team Alpha, move my direction. Dann schauen wir es mal hier drüben an. All clear. All clear? Okay. Dann, warte mal, wie ist denn das jetzt hier? Fire Team Bravo. Listen hier up. Haben wir gesichert. Dann gehen wir mal hinter die... Hier, ne? Team Alpha. Wartet, hinter dem... Und sichern mal hier rüber erstmal ab. Alpha. Hinter diesem Mauervorsprung, ne? Und sichern in die Richtung, ja, da hinten hin zu dem Auto. Alles klar? No tangos. Dann tanzen wir heute erstmal noch nicht. Oder Point jetzt fire. Zumindest. Will do, sir. Gut. So, dann nehmen wir die andere Gruppe. Hey, Bravo. Und schauen uns mal die Lage in die andere Richtung an. Komm. Focus, Bravo. Move. So, was sagt unser Cop? Oh, da ist er. Zeke in view, plain sight. Dann pointen wir mal hier hinten hin. I need point fire. Gotcha. Okay. Listen up, Alpha. So, mit denen hier könnten wir eigentlich hier dahinter. Alpha Team, head over there. Obwohl, da haben wir wenig Deckung. Nah. Okay, so, jetzt könnte man hier schießen. Oder wir gehen hinter das Auto. Dann warten wir mal, bis der wieder runter geht. Dann haben wir ein besseres Schussfeld. Oh, ja, ihr seid, der hat freie Schuss hier gehabt. Der hat freie Schussbahn hier gehabt. Na, jetzt schauen wir mal hier runter. Alpha, move. Wieso trefft ihr nicht? Ja, Amerikaner. Amerikaner schießen viel, aber treffen nichts. Ja, der hinter dem Ding hier treffen wir ihn sowieso nicht. Also versuchen wir ihn mal zu umgehen. Bravo, move, move! Move, move! Wir schauen erstmal hier rein. Bravo, move! Aber ich glaube, da ist niemand. Ne. Jetzt ist die Frage, ne? Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, fällt uns ja hoffentlich niemand in den Rücken, ne? Ich hoffe so. Focus, Bravo! Move, move! So, schauen wir uns die Lage mal an. Got a target over here. Ja. Oh, der reißt aus. Verdammt, wir hätten den unter Feuer nehmen sollen, bevor wir hier hingehen. Das war natürlich übel. Wohin reißt der aus, ne? Was da, wir machen mal trotzdem hier hinten. Point fire now. Yes. Listen up, Alpha. Auch wenn es gefährlich ist, weil der kann ja jederzeit hinter dem Mauervorsprung hin, ne? So, und dann gehen wir hier vor. Hier. Alpha Team, move, move! Jetzt zu der Ecke, ne? Des Hauses. Da müssen wir unsere Leute sehen hier. Clear. Clear. Wenn das clear ist, Moment mal, dann machen wir es anders. Nee, halt, dann... Point fire to my signal. Your attention, Bravo. Dann machen wir das anders. Naja. Ja doch. Und gehen hier hinter. Bravo, hey, move out, let's go. So, pointen mal no targets. Hier hin. Point fire. Damn right. Dann haben wir den Feuerbereich. Der Feuerbereich könnte ruhig ein bisschen größer sein. Listen up, Alpha. Na gut. Und hier versuchen wir mal zu schauen, ob der Feind dahinter ist. All clear. Schwer zu sagen. Point fire. Pointen wir mal das Feuer hier hin und schauen mal, weil ja hier unser Bradley schießt, ne, also der Panzer, dass wir hier hinkommen. Hey, Bravo. Get going, move! Move, move. Okay. Hier ist auch niemand. Ja, dann können wir... Aber das ist doch nicht... Wieso sollte der tot sein? Hier werden den erschossen. Fireteam Bravo! Listen up! Go, go! Schaut hin, der ist tot. Clear, Bravo! Ist das der? Point fire now! Yep. Alpha,
Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Moment, da ist jemand. Ja, treffen. Die treffen kein Stück. Kein Stück. So, wir reporten mal. Charlie 32, this is Charlie 90, over. Charlie 90, you are authorized to engage hostiles with extreme prejudice. Hold your position until reinforced by allied Bradley CFVs. Out. Okay. Na gut. Bravo. Dann gehen wir mal hier vor. Bravo. Und halten die Possession. Got a target over here. Got a target over here. Need point fire. Yeah. Hell if I'm gonna fucking sit here and get shot at. Kommen wir hier. Under fire. Kommen wir hier sicher vor? Wenn wir hier vorgehen, werden wir doch erschossen, oder? Traue ich mich nicht. Wir werden mal. Wir werden mal. Eine Rauchgranate hinschicken, ne? So, hierher. Yo, Bravo! Okay. Ich hoffe, dann sieht man uns nicht, wie wir dahin eilen. Bravo, okay, T, move! Yeah, go get him! Got a target over here! Und dann können wir auf unseren. Give me cover fire! Dann können wir auf unseren Bradley warten, ne? Runter? Sollte der kommen? Sollte der nicht kommen? Ach, da! So, schießt nicht auf den Panzer noch. Warte mal, macht mal. Stellt mal bitte das Feuer ein. Denn ich glaube, jetzt übernimmt ein Panzer. Upsa. Da läuft eine Frau mit Handtasche. Was sollen wir schon wieder reporten? Ja, wir reporten hier. Charlie 90 reporting in. Over. Charlie 90. Aid and assist pinned US squad in designated courtyard. Review your GPS for location. Out. Okay. Also das wären dann immer so Punkte, wie gesagt, wo Zwischenspeicherungen wären. Haben wir jetzt hier nicht, ne? Also man kann hier im Grunde Verschiedenes machen. Man kann eine Granate hin, man kann eine Handgranate hinwerfen, man kann einen Scharfschuss tätigen oder so eine, da gibt es doch so diese Granaten aus dem, ich kenne mich ja nicht aus, ne? Diese Granaten aus dem Gewehr, ne? Und das ging auch. Gut, so jetzt, wir sollen jetzt, was sollen wir machen? Moment, ach so, ja, wir sollen auf unser GPS schauen, wartet. Dort ist unser Object. Was ist denn eigentlich unser Missionsziel? Retten Sie das im Innenhof eingeschlossene Feuerteam. Halten Sie die Feinde unter Feuer, bevor sie sich bewegen. Suchen Sie nach einem alternativen Eingang. Okay. Ich probier's. Allerdings, wir kommen so, wenn ihr so schaut, ne? So rechts durch, da hinten durch diesen schmalen Gang kommen wir leider nicht. Wir können nur hier geradeaus, denn auf der anderen Seite steht ja unser Bradley. Na, hier, da kommen wir nicht durch. Deswegen würde ich mal behaupten, weil ja hier ist ja frei, gehe ich erstmal hinter diese Mauer. Fireteam Bravo, listen up, move out, let's go. No targets. Aha, das ist schon mal gut. Fireteam Alpha, listen. Dann Alpha rückt nach. Alpha Team, move. Und die rücken. Wartet mal, ihr macht trotzdem mal Folgendes, auch wenn ihr damit in den unseren Rücken schießt. Point fire now. Ihr haltet mal den Feuerbereich, nicht dass so Schlimmes passiert. Ne? So, wir gehen hinter das Auto hier.
you. Mango, I think. Halt. Point fire. Fire team Bravo. So, listen up. Fire team Quartier. Bravo. Move up. Es ist natürlich hier sehr risky, denn hier könnte natürlich jemand sein, ne? Allerdings ist hier niemand. Wir halten mal den unter Feuer und rücken mal mit dem Team hier nach. Hoffen das Beste. Uah, bist du denn des Wahnsinns? Warum gehst du nicht an der... Warum gehst du nicht an der... Wir versuchen mal den zu umgehen, ne? Warum gehst du nicht an der Wand entlang, mein Freund? Mendes, hast deine Truppen hier überhaupt nicht unter Kontrolle? So. Wir versuchen jetzt mal hier hinten rumzugehen, ne? Mit beiden Teams am besten. Am besten mit beiden Teams. So. Focus, Bravo! Head over there! Denn hier kann es gefährlich sein. Wir gehen mal hinter die Mauer hier. Können wir da? Ist es überhaupt eine Mauer? Ja, ist eine. Na los. Achso, halt. Ja, gehen mal hinter die Mauer, habe ich gesagt. Schafft er das noch? Heute? Wäre das noch heute was? Bravo, move! Oh! Clear! Nee, das ist ein... Bravo! Focus! We got company! Oh! Ein Zivilist. Aha. Point fire now! Damn right! Team Alpha! Dann gehen wir mal hinter die Wanne hier. Alpha Team, move! Weil hier hinten ist jemand. Point fire! Yes, sir! Die Frage ist jetzt einfach... Ja, hier ist niemand drin, ne? In der Ecke, ne? Ob uns der dort hinten sieht, wenn wir hier hinten hingehen. Bravo. Das muss drauf ankommen, ne? Ich möchte mich nicht hinter die Couch, ja. Ich möchte eigentlich hier dahinter. Bravo, hey, move out, let's go. At a Zeke in view, point fire. Verdammt. Need point fire. Yep. So, von der vorne sieht uns keiner, okay. Dann... Ja, ist die Frage, ne? Sieht uns da vorne jemand? Dort ist jemand. Moment. Dort ist jemand. Warte, dann halten wir das ganze Ding hier. Team Alpha. Und. Nee, gehen hier hin und schießen Listen sofort. Up, Alpha. Move, move. Na los. So, und schießen. Got one over point fire. Got you, sir. Und hoffen, die treffen. Okay. Ihr könnt aufhören, oder? Ist da noch jemand? Hallo? Da ist noch jemand, ne? Wartet mal, wenn da noch jemand ist. Dann gehen wir mal die andere Seite. Ja, das Problem könnte der hier sein, ne? Dann gehen wir mal hier vor und versuchen es mal von der Seite hier. Hey, Bravo, get moving! Komm, Williams. Du schaffst es. Okay. Dann haben wir das eigentlich recht gut gelöst. Dann könnten wir hier hinter wieder. Könnten mal schauen, wo der hingelaufen ist, ne? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht noch. Clear. Das wäre fatal. Focus, Bravo! Move! Hey! Move! Aber da gehe ich mal davon aus. Ich meine, das wäre natürlich clever, ne? Wenn er jetzt wieder da rumkommt, wenn er und mal schaut. Aber naja, obwohl hey, es im Bravo. Richtigen. Get moving. Würde ich mich, glaube ich, auch erstmal nicht hier hinwagen. So. No targets. No? I need point fire. No targets? Hm. Wenn hier no targets sind, dann gehen wir mal dahin. Wo ist denn der hin? Hier ist gar niemand. Oder wir schauen mal auf unser GPS, ob es hier überhaupt weitergeht. Nein! Der ist irgendwo
verschwunden. In den Tiefen. Hier ist noch nicht mal eine Tür. Der muss hier rauf, hier drüber, über die Mauer, ne? Wahrscheinlich über die Mauer drüber. Okay. Na gut. Bravo Team, head over there! Dann gehen wir zurück. Auf geht's. Und ihr seht, das Ganze hat eben den Reiz, macht das aus durch seinen taktischen Anspruch. Zwei Teams. Und schön wäre es natürlich, wenn die noch so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten hätten. Ne? Haben sie aber nicht. Aber sie können trotzdem einiges. Ne? Ich kann zum Beispiel auch zwischen den einzelnen Soldaten hier. Ne? Silverman ist hier. So, das ist unser Moslem, ne? Also hier. Hier. Shehadi, ne? Das war unser Silverman. Devereaux. Und Mendez. So, auf geht's. Also ich finde es auch schön, dass die Charaktere so ein bisschen vorgestellt worden sind. So hat man so ein bisschen Bezug zu seinem Team, ne? So, schauen wir mal hier runter. Die Frage ist natürlich noch, ob hier drin, ne? Ihr seht, da ist eine Mauer und da kann natürlich auch jemand drin sein, ne? Deswegen, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen da wirklich äußerst vorsichtig sein. Wer schießt denn hier? Achso, unser Bradley, ne? Das ist hoffentlich. Bravo. Am liebsten wären wir es. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Ja. Fireteam Bravo! Listen up! Die falsche Taste. So, dann move mal. Und wir gehen erstmal hier hin. Dann haben wir einen Überblick, ne? Yo, Bravo. Ich denke schon, dass es unser Bradley ist. So. Ja, es könnte, wie gesagt, noch jemand hier drin sein. Deswegen mache ich mal hier ein Point Fire. Und wir schauen mal hier, ob da ist, ob da jemand ist. Sicher? Point fire to my signal. Yes, sir. Okay. Dann ist hier niemand. So, dann gehen wir hier weiter, hier die Richtung. Denn dort Bravo, soll ja irgendjemand sein. Ne? Oder können wir auch hier durch? Moment. Ach, da schießen welche. Wir könnten natürlich. Ah, wir schauen mal nochmal das GPS. Das sind die Männer, die in den Hinterhalt geraten sind. Ne? Wir können hier durch, wir können hinten durch. Gehen wir mit einer Truppe mal hinten entlang, mit einer Truppe mal hier entlang. Und schauen uns das Ganze an. Würde man sagen, das ist nicht die schlechteste Idee. Ne? Also. Your attention, Bravo! Go, go! Hier ist irgendwie. Na dann. Point five. Yep. Können wir vielleicht schon jemanden? Nee, ne? Dann, ich weiß natürlich nicht, wie viel Munition wir haben. Das sieht man auch nur auf leichteren Schwierigkeitsgraden. Dann sieht man den Munitionsstand. Finde ich nicht so schön. So, wir gehen mal hier hin. Das finde ich nicht so schön. Ich sehe auch nicht den Sinn. Treffen Sie? Momentan nicht. Oben, der hat doch überhaupt keine Tick. Der hat doch überhaupt keine. Ja. So, wollen wir noch einen? Irgendwo ist noch einer. Ah, hier. Point fire, that direction. Right away. One down. Hört sich so an, wie wenn wir hier weiter könnten. Dann gehe ich mal hier hin, ne? Hinter diesem Baum. So, wo ist unsere. Wo ist die Einheit? Die hat gerade noch geschossen. So, ich werde mal hier Feuerschutz geben. Wo könnte hier noch was sein? Wir gehen mal dahinter. Bravo, T, get moving! Normalerweise sieht es jetzt sehr ruhig aus, ne? No targets. No targets, okay.
Und dort ist unser Mission Objective. Na, dann gehen wir mal dort rein, ne? Ganz frohgemut. That was sure as shit a good save, Sergeant. We were deep in it. Charlie 32, this is Charlie 90. Over. Objective achieved. However, we've got walking wounded here. Recommend immediate evac. Please advise. Charlie 90, this is Charlie Actual. I copy. Good work. Advise. Wounded to proceed to designated CASAVAC staging area. Commandeer any ammo overflow for resupply. You are to then proceed to rendezvous with our Bradley. Your GPS is updated with new objective location. Over. Roger that, Charlie 32. Charlie 90, over. Charlie 32, out. Looks like you boys are out of the fight, huh? Sergeant, we're good to go. Good luck. Oh, wir bekommen ein bisschen Munition, wie es aussieht. Von dem Evac bekommen wir auch Munition. Der müsste ja... Nee, der kommt natürlich nicht. Wie geht's eigentlich weiter jetzt? Hier irgendwie hier rüber. Wartet mal, wir schauen mal. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Warte, wir schauen erstmal in die Mission Objectives. Oho! Ja, dort ist unser Evac. Okay. Ja, wir brauchen einfach nur erstmal weiterzugehen. Jetzt haben wir zwei Evacs. Wenn irgendwas passiert, können wir dort zum Medical Point oder uns aufmunitionieren. Aber wir haben ja jetzt Munition bekommen. Die Frage ist, ob wir uns mit den anderen... Doch, nee, wir munitionieren uns trotzdem mal auf. Mit unserem Alpha-Team, ne? Und mit dem Beta-Team gehen wir ein bisschen vor. Das ist der große Plan jetzt. Ja. Wir schauen noch mal kurz in die Objectives. Treffen Sie sich bei Missions mit dem Bradley. Ja, genau, mit unserem Panzer sollen wir uns treffen. Wir sollen die Straßen, damit den Konvoi Richtung Flughafen weiter vorrücken. Na dann, Jungs, es geht weiter. Keine Müdigkeit. Yo, bravo! Move out, let's go! Dann stellen wir uns mal hier an die Ecke. Bravo, Team, get moving! Und sichern. Ja, da könnte auch noch einer sein. Point fire now. Yeah. Sag mal, hier sind wir doch falsch, oder? Hier kommen wir doch gar nicht weiter. Bravo Team, move! Clear, Bravo. Hier kommen wir. Hallo? Was habe ich denn jetzt geschaut? Hier kommen. Sieh doch, hier ist, ne, hat doch so ausgesehen, wenn man hier vorbeikommt. Also kommen wir nur vorne beim Evac vorbei anscheinend. Weil so rechts rum kommen wir irgendwie nicht. So wie es aussieht. Oder? Warte, ich schau noch mal kurz hier vor. Bravo! Move, move! Aber hier kommen wir doch nicht vorbei. Clear! Ach, war doch. Dort vorne, ne? Dort vorne. Focus, Bravo! Move out, let's go! Clear, Bravo! Okay, hier könnten wir. Point fire! Gotcha! So, wie gesagt, mit unserem anderen Team würde ich trotzdem gern erst nochmal zum Bradley hingehen. Listen up, Alpha! Move! Und, ja, nicht zum Bradley, sondern eher zum Lastwagen und würde aufmunitionieren. Hoffe, dass wir nicht irgendwie in den Feind reinrennen, weil die tauchen manchmal wirklich sehr unvermittelt auf. No tangos. Alpha, move. Wirklich sehr unvermittelt. Man muss hier wirklich sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Sehr, sehr vorsichtig. So, hier ist unser Medic. Wir wollen aber nicht zum Medic. Hier müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Sondern wir wollen hier hinten... Wir gehen mal hier hinten hin. Ich werde es gleich sehen. Ah, ja. Ich drücke immer die falsche Alpha, Taste.
Damit wir aufmunitionieren. Hier hinten müsste eigentlich jetzt... Genau, hier hinten drin müssten eigentlich auch Munition sein. Oder? Listen up, Alpha. Move. Oder war das... war das nicht so, dass wir hier immer... dass ich hier immer Munition nachfassen konnte? Anscheinend... Hier hatte ich doch immer Munition nach... Der hat doch immer hier aufgemacht und Munition nach... Hm. Naja, gut, dann nicht. Dann... Wie war denn das? Wie ging denn das? Also hier geht's nicht. Komisch. Ich meine, hier ist der Medic Point, aber der nützt mir nichts. Hm. Na gut. Dann eben ohne. Alpha, move my direction. So, gehen wir mal zum Bradley. No tangos. Point fire. Schauen wir aber mal, was das andere Team so macht hier. Bravo! Go! Go! So, Williams. Clear. Alles clear. I need point fire. Got a target over here. Affirmative. Got a target over here. Shit, take a second. Return fire, soldiers. Taking fire. Treffen natürlich wieder volle Kanne. Doch, treffen. Oh, hier muss noch irgendwo jemand sein. Alpha. Jetzt sollten wir echt vorsichtig sein hier, ne? Und wo uns hinstellen? Ich habe doch hier keinerlei... Hierhin könnten wir uns stellen, aber... Oder hinter den... Ja, wir gehen hinter den Panzer. Alpha, listen, get moving! Aber der fährt dann wahrscheinlich weg, ne? Hoffentlich nicht. Charlie 90, this is Charlie 32. Report. All clear. So, wir reporten mal kurz. Charlie 90, reporting in. Over. Charlie Niner Zero, situation as follows. Allied light armor has encountered enemy roadblock. Be advised. Anti-armor mines preventing progress. Engineers unable to aid and assist due to entrenched machine gun nest. You are ordered to execute a direct action assault on enemy positions. Eliminate the machine gun nest. Out. Okay. Ihr habt's gehört? Wir sollen die Machine Gun Nester ausschalten. Aber hier ist doch noch irgendwo... Warte mal, wo sind wir denn? Warte mal, ihr Jungs. Bravo, get going, move! Hier sinnfrei schießt und Munition verbraucht. Das sind Amerikaner, ne? Ihr wisst. Amerikaner verbrauchen manchmal sinnfreie Munition. Für nichts und wenigstens. Wo stehen wir denn? Ach so. Der Feind ist hier. Dann wäre es ja eigentlich ganz günstig, wenn wir mit der anderen Truppe vorrücken dorthin, ne? Okay. Probieren wir's. Ihr bleibt mal hier. Ich rück mal schon mit der anderen Truppe hier rein. Hier, ne? Alpha, listen! Move, move! Weil hier ist ja alles Roger, ne? Wir brauchen eigentlich uns nur dahinter hinzustellen. Fire Team Alpha, listen. Move out. Hoffe ich. Also, ich gehe mal davon aus. Denn hier hinten sind ja unsere. So, passt auf. No tangos. Wir werden jetzt... Point fire. Yes, sir. Und jetzt, wenn wir da wieder, hier wieder schießen, haben wir natürlich Munition verbraucht. Bravo. Hier ohne move, Ende. Move. Und so, die schießen wieder. Okay. Ja, ich bin. Listen up, Alpha. Move my direction. Got one over here. Wo? Point fire to my signal. Will do, sir. Ich sehe niemanden. Seht ihr jemanden? Heads up, Alpha. Move, move. So, momentan? Ach, da. Point fire. Affirmative, sir.
Reload. Seht den von hier? Warte mal, den könnten wir auch. Fire in the hole. Den könnten wir auch raus. Swapping mag. Ah, Wahnsinn. Der ist ja clever, jo. Verdammt, jetzt haben wir den immer noch an der Backe. Yes, sir. Listen up. Jetzt haben wir den Feind hier immer noch an der Backe. Das ist nicht schön. Focus, Bravo. Move. Got one over here. Oh. Point fire now. Oh. Tango down. Wo kommt denn der her? Let's go. Huh. 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 Puh. Wapsada. Fire team Bravo. Listen up. Move. Hey, move. Na gut. Point fire. Team Alpha. So, wir rücken mal weiter vor. Oh, das war gefährlich jetzt, ne? Heads up, Alpha. Get going. Move. Oh, ist das gefährlich. Gut, dass die gleich getroffen haben. Meistens treffen die ja nicht. Ne? Enemy in point fire. Yes, sir. Get that shit out. Yeah, Devereaux's got your back. Bring it on. Ah, okay, die haben wir. Wen haben denn die geschossen da drüben? Ne? So, wir werden erstmal hier sichern. Dann können wir hier mit denen weiter vorrücken. Okay. Yo, Bravo. So weit, so gut. Da oben seht ihr schon, ja, wo die praktischen Gebete ausgerufen werden. Ne? Gehen Mekka. Bravo, move, move. Sind in einer islamistischen Welt hier, ne? Und ja, das Christentum kämpft hier gegen den Islam. Ne? Dummerweise. Aber es geht nicht um Religion, ne? Ihr wisst es ja. Es geht um ganz andere Dinge. Ja, wartet mal, wir pointen da mal weiter hin und gehen lieber mit denen mal dort an die Ecke ran. Alpha, listen, move. So, wir sollen ein Maschinennest ausstöbern. Clear. Ja, hier geht's ja grundlegend nicht weiter. Point fire. Affirmative, sir. Hier geht's ja eigentlich grundlegend nicht weiter, ne? Dann schauen wir mal, wo wir überhaupt sind. Wo wir überhaupt hin müssen. Ja, aber dort komme ich doch gar nicht durch. Das sieht aus wie so ein richtig großer. Wir kommen gar nicht da durch hier. Sonst hätten wir ja schon Sicht drauf. Also nach unserem GPS. Ich habe hier die totale Sicht, ne? Aber da ist eine Mauer. Also müssen wir außen rumlaufen. Und dort ist das Maschinengewehr. Also hier, nee, so ein Zaun ist hier. Ne? Hat man natürlich nicht bedacht hier. Team Alpha, move, move! Also da drüben ist es. No tangos. Okay, so, dann pointen Point wir hier hin. My signal. Yes, sir. Ihr geht mal hier an die Ecke ran. Fire Team Bravo, head over there. Und wir schauen mal ganz lustig hier rüber, ne? Wahrscheinlich werden das jetzt schon zwei Folgen werden. Yo, Bravo, move. Wenn natürlich jetzt hier einer kommen würde, hätte dieses Team hier keine Chance mehr, ne? Okay, hier ist niemand, also gehen wir gleich hier hin. Hey, move! Und wir sehen, clear, Bravo. Dass wir nichts sehen. Moment, dann sichern wir hier mal und lassen das andere Team hier dahinter, hinter diesen, ja, wahrscheinlich irgendein Koran. Alpha, listen, move. Oder ein ja, oder ist vielleicht der Anführer hier? Könntet ihr noch ein bisschen nach vorne gehen? Listen up, Alpha. Get going, move. Das gehört? Da war irgendein Hubschrauber. Clear. Ja, Fire Team Alpha. Dahinter. Go. Und? All clear. All clear. Dann würde ich sagen, hier hinter das Auto. Ne? Point fire. You Fire Team Bravo. Wir gehen hier mal dahinter. Bravo, oder ist es so, dass die Autos. Nee, ne?
Upsadai. Get in some fire. Hold on. Point fire now. Yes, sir. Ja, wie können wir hier weiter? Alpha, listen. Wenn wir uns hier dahinter stellen, müssen wir doch auch einen guten... Move, move. Enemy spotted. Point fire to my signal. Got you, sir. Wie kommen wir da weiter? Vielleicht, wartet mal. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel... ein Schuss hin... Geht das? Wartet mal. Oder eine Rauchgranate. Aber was soll ich mit einer Rauchgranate machen? Vielleicht hier mal mit sowas hier. Probieren wir es mal. Bringt gar nichts. Doch, bringt was. Bringt was. Schön. Report in, Charlie 90. Over. Charlie 32. This is Charlie 90. Over. Charlie, you did well. First time in the fire and we came through. Now listen up, man. We'll be moving on to the airport terminal. I'm gonna need you at your best. I want all my men coming back. Understood? Roger. Let's get moving, Bravo. We're up. Aha, sehr schön. Dann können wir wirklich noch, dann kann ich das alles in eine Folge packen. Dann können wir noch eine Folge hinterher senden.